Hallo meine lieben Löwen, herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Wir schauen uns die Legung mit der Zeitfrequenz Mitte bis Ende Oktober 2023 an. Für die, die neu sind, ich habe immer mal andere Karten. Wir starten heute in die 14-tägige Legung. Das heißt, ich werde zwei Reihen legen, die dritte Woche und die vierte Woche. Ich werde starten mit dem Mondorakel. Ich werde schauen, was in der Woche oder in den Wochen los ist mit dem Tarot. Und klären werde ich das Tarot mit den Kipperkarten. Zum Schluss bekommt ihr dann noch eine Botschaft der Göttin. Und dann, denke ich mal, seid ihr relativ gut vorbereitet auf das, was da kommt. Und solltet ihr damit, und ich sage es nochmal, ja, nicht in Resonanz gehen, weil ihr keine Kinder, kein Mann, keine Ahnung was habt, dann ist es nicht eure Legung oder es kommt erst noch. Ja, wenn du vom Gefühl her sagst, nee, du, das ist nicht meine Legung, dann bitte ich dich, schaust du dir gerne Mond, Venus, Aszendentzeichen an. Und wenn das alles nichts hilft, dann kannst du dir gerne auf einem anderen Kanal eine andere Legung anschauen. Oder aber du buchst dir gerne eine persönliche Legung bei mir. So, wenn du Interesse an Heilarbeiten hast, dann kannst du da natürlich auch gerne einmal bei mir anklopfen. Die Informationen, wie du mich erreichen kannst, findest du unten in der Infobox. Und genau, ich freue mich natürlich über jeden, dem ich weiterhelfen kann und wer Hilfe annehmen möchte und sich weiterentwickeln möchte. So, meine Lieben, ich würde mal sagen, wir starten. Für alle, die neu sind, danke für euer Abo, Like und für euren Kommentar. Und meine Lieben, noch etwas. Bei 10.000 Abonnenten werde ich ein kostenloses Live machen. Ich sage es immer wieder, weil ich immer mal neue hier am Start habe. Das heißt also, ab 10.000 Abonnenten gibt es eine Live-Legung, wo ihr mir kostenlos eure Frage stellen könnt. Als Dankeschön für eure Treue, fürs Mitmachen. Und genau, das mal dazu. Wichtige Message für euch. Ja? So, was haben wir hier? Wir haben in der dritten Woche die 4, also die 40, Quersumme 4. Vielleicht befindest du dich hier in der Dunkelheit, du findest den Weg nicht oder bist dir unsicher oder bist nachtaktiv. Das kann es auch sein, weil du dir hier vielleicht über irgendetwas Gedanken machst. Du bist vielleicht auch sehr nachdenklich und das kannst du am besten nachts, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine gute Idee, weil warum? Nachts fährt kein Bus, kein Auto, die Leute liegen im Bett und schlafen und sind nicht laut. Und die Luftqualität, meine Lieben, ist besser. Und was ist noch gut in der Nacht? Die Energien. Deswegen arbeite ich so sehr gerne in der Nacht oder sehr spät abends. Ja, meine Süßen, so ist das halt, ne? Jedem das Seine. Wir schauen uns jetzt an, liebe Löwen, was hier in der dritten Woche bei euch Thema ist. Was haben wir hier? Die Herrscherin, ja. Ja, natürlich. Wunderbar. Du entscheidest, wann und was du hier tun möchtest. Die Herrscherin steht auch für den Neuanfang. Vielleicht kriegst du in einer Nacht, in der dritten Oktoberwoche, einen Impuls aus dem Universum. Guckt mal, da kommt schon die nächste Karte. So. Das Ass der Kelche. Neuanfang in der Liebe. Ja, ganz ehrlich, wir haben hier zweimal den Neuanfang, ja, und wir haben hier den Neuanfang in der Liebe und wir haben hier die Herrscherin, ja, vielleicht unterhältst du dich hier mit deinem Gegenüber sehr viel bis spät in die Nacht hinein. Wir gucken mal, was es hier noch geht, kann ja alles sein, vielleicht habe ich ja hier ein paar Nachteulen unter euch. Ah, 10 der Münzen, also euch geht es hier auf jeden Fall gut, es ist jetzt, vielleicht hast du Urlaub, ja. 10 der Münzen hört sich so ein bisschen auch nach Luxus an, nach ich lasse es mir gut gehen, ich habe die Fülle, es ist alles in Ordnung, ich habe die Fülle, den Neuanfang in der Liebe und ich bin hier so, du leistest dir hier, du leistest dir was, ja. Und ich denke auch, was haben wir noch, 7 der Stäbe könnte sein, hier schaut mal, dass ihr euch eventuell für euer verrücktes Leben, was auch super schön ist, wenn ihr das fühlt, dann bitte macht es gerne. Dann ist es auch gut für eure Seele. Wir haben hier die Energie 7 der Stäbe und das ist so dieses Rechtfertigen müssen. Ja, aber das müsst ihr nicht. Wenn ihr der Meinung seid, ihr lebt einfach in dieser Zeitfrequenz, lebt ihr einfach mehr in der Nacht, dann ist das so. Ja, alles gut. Also es ist ja euer Leben. Ihr seid ja der Regisseur.
Wir klären das jetzt hier erstmal, um was es noch geht. Die Herrscherin. Ja. Der Löwe und die Herrscherin. Ein langer Weg. Du hast lange daran gearbeitet, dass du in die Position der Herrscherin gekommen bist. Du hast sehr viel an dir selber gearbeitet. Du hast dich auf den Weg gemacht, 35 Quersumme 8, dadurch mehr in die Stabilität zu kommen. Du hast einfach hier richtig gut an dir gearbeitet, um diesen Standard, dieses Leben jetzt führen zu können. So, wir haben das Ass der Kelche. Und den Diebstahl. Okay. Das ist so ein bisschen eine Warnkarte, ne? Vertraue bitte nicht jedem, den du kennenlernst, weil er könnte dir, und du bist ja hier sehr gut aufgestellt, ja, stell bitte deine finanzielle Situation hier nicht in den Vordergrund. Als Herrscherin hast du dir das erarbeitet. Als Herrscherin repräsentierst du deinen Luxus, dein Sein, was völlig in Ordnung ist. Aber bitte bei einem Neuanfang in der Liebe, passe bitte auf, dass man dich nicht, dass man dir da halt nicht etwas wegnimmt. Ja, also dass man dich nicht, ich will jetzt nicht sagen beraubt, aber passe ein bisschen auf dein Geld auf oder auf deine Wertsachen. Ja, so, dann haben wir hier das Liebesglück durch, jetzt verstehe ich. Das ist keine echte Liebe. Es könnte sein, dass du hier jemanden kennenlernst oder gerade mit jemandem zusammen bist, den du kennengelernt hast, der nicht so gut betucht ist wie du. Und da ist es wichtig, vielleicht kriegst du auch die nächtlichen Impulse oder er übernachtet bei dir, du schläfst ein und ist dann am nächsten Tag weg. Ja, also es hat irgendwas mit der Dunkelheit zu tun. Ansonsten geh bitte nicht alleine durch die Dunkelheit. Irgendwie sind die Botschaften heute sehr, sehr spannend. Aber es sind Dinge, die müssen raus. Ja, also habt keine Angst, bitte. Aber es könnte sein, dass du jemanden kennenlernst oder kennengelernt hast, der dich hier bestiehlt und der dir vorgaukelt, was für eine tolle Frau du bist, nur um an deine Finanzen zu kommen. Ne? Denk immer dran, ich spreche aus der Sicht einer Frau, liebe Gleichgeschlechtlichen und Männer. Bitte seht es mir nach, switcht es auf euch um, bitte. Ja? Also hier ein bisschen aufpassen in Bezug auf dein Hab und Gut. Und ich habe hier auch auf der Rückseite schon wieder eine beunruhigende Nachricht. Es könnte sein, dass man dich dann anschreibt und sagt, ja, ich wollte dir nur sagen, es hat mit uns keinen Sinn. Und dann stellst du irgendwann später fest, oh, mein Portemonnaie ist leer, meine Karten sind weg oder was auch immer. Ja, also bitte Leute, ne, nicht jetzt gleich in Panik verfallen, sondern guckt euch bitte die Herren oder die euren Partner an, mit wem ihr es zu tun habt. Es geht hier um eine frische Sache. Es ist keine bestehende Beziehung. Also nicht, jetzt sage ich mal, seit Jahren, ne? Sondern es ist etwas, die sagen immer wieder was Frisches. Also jemand, den du noch nicht richtig kennst. Vertraue nicht gleich allem, was man dir sagt. Wir haben den Glauben, 31 Quersumme 4. Du bist ein sehr gläubiger Mensch. Du bist im Vertrauen und im Glauben. Das ist schon mal eine gute Ausgangsbasis. Wir haben auch bei dir, ja, also bei den Feuerzeichen hier, haben wir jetzt das zweite Mal, das war auch bei dem Widder, das Rad des Schicksals an der gleichen Position. Etwas Schicksalshaftes, Positives möchte auf dich zukommen. Die Hohepriesterin, du wirst dich aufgrund dessen dahin ausrichten, wo dein Interesse ist. Das ist doch ganz gut so. Eine Herrscherin, beziehungsweise auch eine Hohepriesterin. Wir haben ja hier die Herrscherin, da die Hohepriesterin. Sie fokussieren sich, sind sehr bestimmt und fokussieren sich immer dahin, wo ihr Interesse liegt. Ja? Der einzige Unterschied ist halt, dass die Herrscherin sehr herrisch ist und die Hohepriesterin eher sehr ruhig, sehr wissend, eher still ist, aber gelassen, ja. Was haben wir hier? 4 der Schwerter, genau. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Du wirst dir die
in der vierten Woche, die dritte Woche, wirst du dir nochmal anschauen. Wir haben hier nämlich die Vier der Schwerter. Die Vier der Schwerter, meine Lieben, ist eine Energie, wo man sich ein Thema anschaut. Das kann die Liebe sein. Ist es die Liebe nur aufgrund der finanziellen Situation? Ist es der Neuanfang in der Liebe mit dem Diebstahl? Was ist da nicht ganz rund? Ne? Und das guckst du dir. Du wirst in der vierten Woche wirst du hellhörig. Da wirst du, na, ich pass mal lieber auf. Und du guckst auch, beziehungsweise in den Gesprächen, wir haben hier die zwei der Kelche. Du hörst auch ganz genau zu. Du liest zwischen den Zeilen, sagen sie. Und mit vier der Schwerter überprüfst du und reflektierst du. Okay? So, das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals. Ja, eine positive schicksalshafte Wende im Bereich deiner Arbeit wird in der vierten Woche auf dich zukommen. Der Glaube an das Gute, an das Positive. Dann schauen wir uns die Herrscherin nochmal an. Beziehungsweise, ich komme immer, seht ihr, merkt ihr gerade, was da passiert? Ich habe jetzt das zweite Mal, immer wenn ich Hohepriesterin sagen wollte, habe ich die Herrscherin gesagt. Also irgendwas, ich denke, du bist auf dem Weg in Richtung von einer Herrscherin zur Hohepriesterin. Irgendwas ist hier noch. Lasst mich mal schauen. Die Hohepriesterin. Irgendwas ist hier bei euch. Ich spüre das. Ich sehe mal so Steine im Weg. Blockaden, irgend so. Irgendwas, es fließt nicht. Zu hohen Ehren kommen. Ja, okay. Also, ich denke, diesen Prozess aus der dritten Woche, wo du letztendlich in die Reflexion in der vierten Woche gehst, du wirst still werden. Ja? Die Hohepriesterin ist eine Energie, die still ist. Du hast lange dazu gebraucht, um wieder in die Stabilität zu kommen. Vielleicht ist es ein Déjà-vu, vielleicht ist es hier eine Situation des Diebstahls und im Bereich der Liebe, im Benutzen deiner Person, dass du letztendlich hier anstatt in das Herrschen, da bist du ja in die Stabilität, mehr in das Schweigen kommst, also in die Ruhe kommst, in dieses, wisst ihr, wenn man wissend ist, wenn man im Glauben ist, dann hat man gar kein Bedürfnis, in die Dominanz zu gehen. Man weiß, man ist sich sicher. Ne? Man ist ruhig, alles klar, alles hat seine Zeit. Ne? Das ist so eine Energie. Und dadurch, dass du letztendlich daran arbeitest, wirst du zu hohen Ehren kommen. Also die Mühe und die Arbeit hat sich gelohnt. Du wirst eine schicksalshafte Wende erleben. Du wirst etwas Positives zu hohen Ehren kommen. Du wirst das Positives erleben. Vielleicht gibt es hier noch ein Geldeingang oder du bekommst eine neue Position in deinem Bereich der Arbeit, weil du ein Vorbild bist. Eine Hohepriesterin ist auch ein Vorbild für andere. Sie ist halt sehr weise und wissend. Ja, und du schaust dir genau die falsche Person an, mit der du es zu tun hast. Ja, wir haben hier die falsche Person und wir haben hier aber auch die Vier der Schwerter. Und die Vier der Schwerter ist letztendlich eine Energie, wo du dir etwas anschaust. Und du schaust dir, und ich denke, das hat hier was mit der ersten Woche ein Stück weit zu tun, in Bezug auf die Liebe, dass du dir hier ganz genau, ganz still und heimlich eine Person anschaust. Das sagst du dir noch nicht mal. Aber du schaust und du wirst dann, dadurch, dass du den Durchblick bekommst, wirst du letztendlich zu hohen Ehren kommen. Guck mal, unverhofftes Geld, da haben wir schon, zu hohen Ehren kommen, da ist es. Ja, also du wirst, wenn man dich beklaut hat, wirst du dein Geld zurückbekommen. Also ich sage, es hat immer alles sein Positives. Es ist nur eine Frage, wie du das siehst und was du anziehst, ne? Wie deine Gedanken sind. Es kann noch so dunkel sein, aber wenn du positiv ausgerichtet bist, dann ist es nicht ganz so dunkel, sondern dann ist es nur halb so dunkel. Ne? Dann ist es eher Licht,
lichtvoll. Es blendet dann nicht, aber es ist hell. Ja, das möchte ich euch damit sagen. Also wenn du hier in der dritten Woche, wenn dir da etwas verlustig geht oder verlustig wird oder in den Verlust geht, dann wirst du es wiederbekommen. So, okay. Genau. Ceridwen oder Ceridwen, das ist die Göttin des Potenzials. Also höre hier auch auf dein Potenzial. Du hast genügend Potenzial, die Neuen etwas zum Abschluss bringen. Ja? Also hier möchte dein Potenzial gelebt werden, etwas aufzudecken, in die Ruhe zu kommen. Ja? Und wenn man eine Herrscherin ist, dann zieht man eine gewisse Art von Männern an. Ich denke, hier ist es ganz wichtig, dass du ein Stück weit weißt, was du kannst. Du kennst dein Potenzial, aber du musst nicht. Das ist eine sehr feine Energie. Ne? Du kannst, aber du musst nicht. Und das ist das. Ne? Du möchtest auch als Löwe entsprechend repräsentieren und behandelt werden. Aber du schaust dir hier jemanden an. Ja, also bitte genau hinschauen, wenn du es hier mit einer neuen Person zu tun hast, die in dein Feld kommt. Könnte hier durch eine Arbeit sein. Ja, könnte aber auch wirklich in Bezug auf dein Liebesglück sein. Das musst du jetzt bitte schauen, was sich dann hier für dich stimmig anfühlt. Okay, meine Lieben, ich danke euch für eure Zeit. Ganz viel Licht und Liebe. Habt eine schöne Zeit noch im Oktober und wir hören uns dann allerspätestens mit den Novemberlegungen wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Bis denn. Tschüss.